Denk an deinen Lieblingsplatz. Wahrscheinlich ist es ein Baum im Wald, eine Couch im Wohnzimmer oder vielleicht das Auto deiner Eltern. Für mich war es schon immer die Küche. Diese Küche hat mich davor bewahrt, ein wütendes Monster mit einem Durst nach Rache, Zerstörung, Verwüstung und... Oh, sorry. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin Lilly und bevor ich fortfahre, bitte like und abonniere. Meine Eltern waren unglaubliche Köche, denen ein beliebtes Restaurant in der Stadt gehörte. Meine Großmutter war eine hervorragende Bäckerin. Dads Brot brachte Männer buchstäblich zum Weinen. Und Moms Pasta gewann ein Dutzend Preise. Die Liebe zum Kochen hatte ich von ihnen geerbt. Und sie brachten es mir bei, als ich noch sehr jung war. Aber das Kochgehen hat meine Zwillingsschwester Mia übersprungen. Die Arme konnte nicht einmal ein Ei richtig kochen. Sie hat alles anbrennen lassen. Und einmal war sie so frustriert, dass sie einen Topf aus dem Fenster geworfen hat. Kochen ist ätzend. Danach wurde sie für immer aus der Küche verbannt. In der Mittelschule war Mia die Schlimmste. Am Hochzeitstag meiner Eltern backte ich eine tolle Torte. Da platzte Mia auf ihrem Skateboard in die Küche. Sie stieß mit mir zusammen und ich fiel mit dem Gesicht in die Torte. Ups, sorry, ich hab dich nicht gesehen. In dieser Nacht stürmte ich in Mias Zimmer, griff nach ihrem kostbaren Laptop und zerschlug ihn. Mia ist ausgerastet. Wir kämpften wie ein Rudel Hyänen. Wir bekamen einen Monat lang Hausarrest. Im Sommer vor unserem ersten Studienjahr setzten sich unsere Eltern mit uns zusammen und sagten uns, dass wir im Restaurant aushelfen sollten. Ich kann es kaum erwarten, das wird der Wahnsinn. Aber an unserem ersten Tag teilten sie mir die schlimmste Nachricht mit. Sie sagten, Mia würde im Büro arbeiten, während ich eine Kennerin sein würde. Was? Ich kann keine Kennerin sein, ich bin eine Köchin. Dafür habe ich jahrelang trainiert. Meine Eltern nannten mir ein Dutzend Gründe, warum sie mich als Kennerin brauchten. Aber ich kann mich an keinen einzigen erinnern. Mir wurde ganz flau im Magen. Ich vergaß zu erwähnen, dass ich eine Heidenangst vor Menschenmengen habe. Einmal habe ich in einer Schulaufführung mitgespielt. Ich hatte nur einen Satz. In dem Moment, als ich sah, wie mich alle anstarrten, wurde ich so nervös, dass ich ohnmächtig wurde, rückwärts fiel, gegen eine Kulisse stieß, die in eine Lampe krachte. Und dann stürzte die ganze Bühne ein. Lilly, hörst du zu? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Du wirst das schon schaffen. Meine erste Schicht war die schlimmste. Ich ruinierte zwei Bestellungen, habe ein Getränk verschüttet und dann hat mich unser Stammkunde Mr. Spinster angeschrien. Meine Bestellung ist nicht richtig. Hast du dein Gehirn in der Spüle liegen lassen? Gerade als ich in Tränen auszubrechen drohte, kam dieser schöne Junge namens Wyatt. Er war Kellner im Restaurant und alle liebten ihn. Wyatt beruhigte die Gäste, nahm ihre Bestellung auf und hatte sie schnell zum Lächeln gebracht. Sie gaben ihm sogar ein großes Trinkgeld. Ignoriere ihn. Er ist ein Idiot. Das ist für dich. Wyatt reichte mir einen 100-Dollar-Schein. Ich kann das nicht annehmen. Du hast die ganze Arbeit gemacht. Wir waren ein Team. Dann lächelte mich Wyatt an und legte seine Hand auf meine Schulter und mein Herz raste wie beim Autorennen. Wyatt war der beste Mitarbeiter und half mir. Er brachte mir bei, wie man ein toller Kellner wird und half mir, meine Angst vor Menschenmengen zu überwinden. Du brauchst keine Angst zu haben. Stell dir vor, sie wären alberne Clowns mit großen roten Nasen und Schlappschuhen. Bald fingen wir an, uns zu daten. Einmal erwischte uns Mia nach Feierabend beim Küssen in der Küche. Eklig, nehmt euch ein Zimmer. Wyatt und ich hatten so viel gemeinsam. Wir liebten das gleiche Essen und MSA-Videos. Er wollte sogar eines Tages ein eigenes Restaurant besitzen. Wyatt war meine erste Liebe und sogar meine Eltern haben ihn vergöttert. Es dauerte, aber Mia freundete sich mit Wyatt an, nachdem er ihren Laptop repariert hatte. Aber als die Schule begann, änderte sich alles. Wyatt war in meinem letzten Schuljahr. Alle Mädchen waren in ihn verknallt, aber er hatte nur Augen für mich, was seine Ex Sophie gar nicht gefiel. Eines Tages unterhielten Wyatt und ich uns, als Sophie auf uns zukam. Sie war das beliebteste Mädchen der Schule. Ihr Dad besaß ein Dutzend Hotels auf der ganzen Welt. Und sie war ein Social-Media-Star mit Millionen von Followern, die alles über ihr megareiches Leben sehen wollten. Und dann schubste mich Sophie zur Seite. Geh mir aus dem Weg, Nerd! Hey! Ich verlor das Gleichgewicht und stolperte. Ich marschierte auf Sophie zu, um ihr in ihr dummes Gesicht zu schlagen. Aber dann griffen mich zwei riesige Leibwächter und setzten mich 5 Meter entfernt ab. Sophie, warum bist du so eine Hexe? Ach, Wyatt, das spielt keine Rolle. Hör zu, ich habe nachgedacht. Mit dir Schluss zu machen war ein Fehler. Ich bin um die Welt gereist und habe mich mit einem Dutzend Jungs verabredet. Aber ich konnte nie aufhören, an dich zu denken. Lass uns wieder zusammenkommen und das Insta offiziell machen. Sophie nahm ihr Smartphone und begann mit der Aufnahme, während sie sich zu einem Kuss vorbeugte. Wyatt wich zur Seite und Sophie fiel. Das war ihr so peinlich. Sorry, ich habe eine neue Freundin. Welche Freundin? Wyatt ist direkt auf mich zugekommen. Sie heißt Lilly und wir lieben uns.
Sophie warf einen Blick auf mich und lachte. Das ist deine Freundin? Niemals. Ich dachte, sie wäre dein mutierter Bruder, der unter der Treppe wohnt, weil ihr Gesicht so hässlich ist, dass es deine Mom zum Weinen bringt. Ich war so wütend, dass ich ein Buch nach ihr werfen wollte. Und dann küsste er mich. Komm, Schatz, lass uns gehen. Sophie war so wütend, dass sie anfing zu schreien wie ein V. Ja, V schreien. Ich habe es auf YouTube gesehen. An diesem Abend waren Wyatt und ich in meinem Zimmer und lernten und küssten uns, als Mia hereinplatzte. Mia, geh raus! Können wir bitte etwas Privatsphäre haben? Was habt ihr mit Sophie gemacht? Sie verwüstet unser Restaurant! Mia zeigte uns Sophies neuesten Livestream. Also bestellte ich ihre berühmten Spaghetti- und Fleischbällchen und es war, als würde ich Gummibänder essen. Und lasst mich gar nicht erst mit ihrem sogenannten Gourmet-Burger anfangen. Der war so trocken wie die Sahara. Ich hatte eine Gallone Wasser getrunken, um ihn runterzuspülen. Sophie machte noch ein Dutzend weiterer Beiträge und bekam 1 Million Likes. Am nächsten Tag kamen die Leute nicht mehr in unser Restaurant. Und so ging es wochenlang weiter. Die Rechnungen stapelten sich und meine Eltern hatten die meisten ihrer Angestellten entlassen müssen. Auch Wyatt. Ich habe versucht, mit Sophie zu reden. Ich bin nur ehrlich. Das Essen deiner Eltern ist so eklig wie dein ekliges Gesicht. Übrigens, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du wie ein faules Ei riechst? Dass er einen Haufen Kacke gegessen hat? Sophie und ihre Freunde lachten, als wäre es der lustigste Joke der Welt. Dann hat etwas sie mir den Geist aufgegeben. Ich zeig dir eklig! Ich stürzte mich auf Sophie wie ein Stier. Ich schlüpfte an Sophies Leibwächtern vorbei, verpasste ihr eine und stieß sie hart weg. Sophie fiel und brach sich den Arm. Am nächsten Tag reichten Sophies Eltern eine Klage gegen mich und meine Familie ein, verklagten meine Eltern auf einen Haufen Geld und gewannen. Die Bankkonten meiner Eltern wurden geleert und sie waren gezwungen, das Restaurant zu schließen. Ich fühlte mich furchtbar. Es tut mir so leid, ich habe keine Ahnung, was über mich gekommen ist. Du hast dich in eine Verrückte verwandelt und jetzt sind wir arm. Alles wird gut werden. Ich regle das. Dad nahm das ganze Geld von unserem Sparkonto und fing an, es für Wohltätigkeitsorganisationen zu verschenken. Er investierte in eine Menge dubioser Geschäfte und warf sogar $500 in einen Wunschbrunnen. Dad, hast du den Verstand verloren? Ganz ruhig. Je mehr Geld ihr in die Welt steckt, desto mehr bekommt ihr zurück. Das hört sich nicht gut an. Wir verloren unser Auto und unser Haus und mussten bei unserer Großmutter wohnen. Mom verließ Dad und zog in eine andere Stadt. Ein paar Wochen später wurden Dad und einer seiner zwielichtigen Geschäftspartner verhaftet und kamen ins Gefängnis. Mein Leben war ein Scherbenhaufen, aber wenigstens hatte ich Wyatt. An Wyatts Geburtstag bin ich zu seinem Haus gegangen, um ihn mit seinen Lieblingskeksen zu überraschen. Er und Sophie hatten sich geküsst. Hey Loser, was gibt's? Wyatt ist endlich zur Vernunft gekommen. Er ist nicht mehr an Treuen interessiert. Ich stand einfach nur da und war sprachlos. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Wenn du schon wie ein Dummkopf dastehst, könntest du dich da nicht nützlich machen und ein gutes Kussfoto von uns machen? Ich werde einen weltberühmten Künstler beauftragen, ein paar Ölgemälde von uns zu machen. Wie konntest du mir das antun, Wyatt? Ich dachte, wir wären verliebt. Die Dinge haben sich geändert. Mir wurde klar, dass ich immer noch in Sophie verliebt bin. Sophie hat ihren Dad davon überzeugt, mir einen neuen Job zu geben. Ist sie nicht ein Engel? Ich bin perfekt. Ich kann nicht anders. Ich bin unwiderstehlich wie Zuckerwatte und Gummibärchen. Sophie und ich hätten uns nie trennen dürfen. Ich würde dich nicht verletzen. Ich hoffe, wir können weiterhin Freunde sein. Oder auch nicht. Ich bin allergisch gegen Loser. Und jedes Mal, wenn Lilly in der Nähe ist, muss ich kotzen. In der Schule waren Sophie und Wyatt überall zusammen. Jedes Mal, wenn ich sie sah, wurde ich wütender und wütender. Mia versuchte, die Stimme der Vernunft zu sein. Vergiss diese Idioten. Sie sind deine Zeit nicht wert. Aber ich konnte sie nicht ignorieren. Ich war wütend. Sophie und Wyatt hatten zu zahlen. Am nächsten Morgen wachte ich früh auf, um mich zu rächen. Zuerst warf ich einen Stein an Wyatts Schlafzimmerfenster. Ich schlitzte die Reifen von Sophies Auto auf. Dann tauchte ich verkleidet im schicken Restaurant von Sophies Dad auf, von dem ich wusste, dass Wyatt dort arbeitete. Und ich hatte eine Tüte mit Kakerlaken in meinem Rucksack versteckt. Sie sprangen auf die Tische, schwammen in der Hühnersuppe eines Mannes. Und ein paar von ihnen krabbelten in Wyatts Haar. Die Kunden fingen an zu schreien und rannten zur Tür. Eine alte, reiche Lady ließ ihre Handtasche fallen. Hey Lady, Sie haben Ihre Handtasche verloren. Aber die Lady war so verängstigt, dass sie an mir vorbeilief, in ihre Limousine stieg und davonfuhr. Am nächsten Tag schloss der Gesundheitsinspektor das Restaurant und Wyatt verlor seinen Job. Mia hat mich in meinem Zimmer beim Lachen erwischt, als ich die Nachrichten sah. Ich weiß, dass du dahinter steckst.
Du hast keine Beweise. Und selbst wenn ich dahinter stecken würde, was kümmert es dich? Er ist ein Idiot. Das hast du selbst gesagt. Wer bist du? Und was hast du mit meiner Schwester gemacht? Ich schob Mia aus meinem Zimmer und knallte die Tür zu. Ich hatte keine Zeit für irgendwelche Ablenkungen. Ich musste mich an Sophie rächen. Ich war bereit, sie mit einer Paintball-Pistole oder mit faulen Eiern anzugreifen. Aber seit ich ihr früher wehgetan hatte, blieben ihre Leibwächter noch näher an ihr dran. Aber Sophie war so eine Hexe, dass sie jeden Tag mindestens einen von ihnen feuerte. Und am nächsten Morgen schon einen Ersatz hatte. Einmal war einer ihrer neuen Bodyguards namens Simon versehentlich auf ein Selfie von Sophie drauf. Und sie ist ausgerastet. Du dummer Schwachkopf, dein hässliches Gesicht hat mein Selfie ruiniert. Es tut mir leid, Ma'am. Es wird nicht wieder vorkommen. Natürlich nicht, denn du bist gefeiert. Simon flehte Sophie an, ihn seinen Job behalten zu lassen, aber Sophie lachte nur. Am nächsten Tag traf ich mich also mit Simon in einem Café. Er war so wütend auf Sophie, dass er sie genauso demütigen wollte wie ich. Sophie wird morgen an einer Veranstaltung im Nationalmuseum teilnehmen. Jeder, der etwas auf sich hält, wird dort sein. Wenn du sie mit irgendetwas demütigen willst, dann wäre das der richtige Ort. Ich war so wütend. Ich hatte die perfekte Zeit und den perfekten Ort. Jetzt musste ich nur noch herausfinden, wie ich Sophie vernichten konnte. Dann passierte das Beste. Als ich nach Hause ging, sah ich in den Nachrichten einen Bericht, wie einer alten reichen Lady in einem der Restaurants von Sophies Dad die Handtasche gestohlen wurde. Und darin befand sich ein unbezahlbares Diamantenkollier. Es gab eine Belohnung von $50.000. Das Gesicht der alten Lady tauchte auf dem Bildschirm auf und ich erkannte sie und ihre Handtasche sofort. Ich rannte nach Hause und fand die Handtasche in meinem Schrank mit der Diamantkette darin. Dann hatte ich eine unglaubliche Idee. Ich könnte Sophie den Diebstahl der Halskette anhängen und dafür sorgen, dass sie bei der Museumsveranstaltung erwischt wird. Am nächsten Tag verkleidete ich mich und gerade als ich die Kette in meine Tasche steckte, hörte ich Mia hinter mir. Du bringst die Kette besser zurück, um die Belohnung zu bekommen. Denn wenn du das vorhast, was ich glaube, dann hast du den Verstand verloren. Das geht dich nichts an. Ich drängte mich an Mia vorbei und ging auf die Eingangstür zu. Dann warf sie mir einen Salzstreuer an den Hinterkopf. Autsch! Bleib weg von der Tür, Sis. Ich kann nicht zulassen, dass du das tust. Mia griff nach einem großen Holzlöffel. Ich griff nach einem Nudelholz. Ich gehe. Da musst du an mir vorbei. Mia stürzte sich auf mich und wir kämpften wie Jedis. Ich schlug Mia den Löffel aus der Hand. Dann warf Mia einen Teller. Dann griff ich einen Haufen Muffins von der Theke und warf sie nach Mia. Mia hob ein Schneidebrett auf und benutzte es als Schutzschild. Ich griff nach einer Flasche Speiseöl und kippte es ihr in die Augen. Ich kann nichts sehen. Ich stürzte aus der Tür und ging direkt zum Museum. Als ich Sophie aussteigen sah, ging ich auf sie zu, wurde aber von ihren Leibwächtern aufgehalten. Bitte, Sir, ich bin Sophies größter Fan. Ich will nur ein Autogramm von ihr. Ich spare Geld für eine Schönheitsoperation, um so auszusehen wie sie. Sophie hörte das und bat ihre Bodyguards zur Seite zu gehen, während sie mir ein Autogramm gab. Liebe, wer immer du bist, du riechst nach Versagen. Ich wünsche dir, naja, dein Leben als Loser. XOXO, Soph. Während sie beschäftigt war, steckte ich die Diamantkette in ihre Handtasche. Und dann bin ich zurückgetreten und hab gewartet. Kaum war Sophies Tasche durch die Sicherheitskontrolle am Museumseingang gegangen, fand man die Halskette darin. Sie wurde sofort verhaftet und von der Polizei weggetragen. Ich bin unschuldig, ihr Idioten! Nehmt eure dreckigen Hände von mir! Am Tag von Sophies Verhandlung war ich überglücklich. Doch gerade als ich zum Gericht gehen wollte, um Sophies Gefängnisstrafe zu erfahren, stellten mich meine Großmutter, Mia und Mom zur Rede. Du Klatschmaul! Warum hast du es Mom erzählt? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du hast dich verändert, Lily. Du denkst nur noch an Rache. Sophie muss für ihre Taten bezahlen. Sie hat uns alles weggenommen. Dad hat seine eigenen Fehler gemacht und du kannst nicht in der Vergangenheit leben und dir die Schuld geben. Du musst verzeihen, Schatz. Wyatt und Sophie haben meine Vergebung nicht verdient. Wir reden nicht über sie. Du hast dir selbst zu verzeihen. Ich weinte, als ich die Last der Schuld, die ich trug, wie eine Tonne Ziegelstein auf mich herabfiel. Wir sind für dich da, Lily. Du bist besser als das. Du musst loslassen und weitermachen. Ich ging zum Gericht und sagte dem Richter, dass alles ein Missverständnis war. Ich erklärte, wie ich die Diamantkette gefunden und Sophie gegeben hatte, um sie der Lady zurückzugeben. Ist das wahr? Sophie schloss sich meiner Geschichte an und die Jury wies die Klage ab. Danach kam Sophie auf mich zu. Warum hast du das getan? Ich habe dein Leben ruiniert. Und du hättest leicht meins ruinieren können. Weil mich jemand daran erinnert hat, dass ich ein besserer Mensch bin. Nach der Verhandlung entschuldigte ich mich bei Wyatt für mein Verhalten. Und er sagte, es tue ihm leid, dass er ein Idiot gewesen sei. Ich habe auch angefangen, an meinem Wutproblem zu arbeiten. Ich ging zur Beratung, begann wieder zu kochen und machte Yoga.
Sophies Dad hatte so ein schlechtes Gewissen, was Sophie mir angetan hatte, dass er mir einen großen Scheck gab. Nein, danke, Sir. Ihre Entschuldigung reicht aus. Mia zog mich zur Seite. Es ist toll, dass du jetzt entspannter bist, aber sei nicht dumm. Mia hatte recht. Ich rannte los, um Sophies Dad einzuholen. Wenn ich es mir recht überlege, nehmen wir den Scheck. Ich habe das Geld verwendet, um unser Familienrestaurant wieder zu eröffnen. Dad kam sogar zur Eröffnung, da er wegen guter Führung früher entlassen wurde. Und es war der schönste Tag meines Lebens.